Ein ganz schön verzwickter Fall, oder? Dieser Lamandra und so. Mein Gott. Moment. Abbrechen. Vielleicht. Ich muss ja irgendwie Salamandra-Abzeichen finden. Ich habe sie alle verkauft. Ich gehe nochmal noch kurz nach da oben, aber die hatten, glaube ich, auch keine, oder? Nee, nicht wirklich. Wollen gar nicht versuchen. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Langweilig. So. Aber nun. Was wollte ich tun? Pisst schon wieder, es regt mich schon wieder auf. Du jetzt zum Vincent Mais. Vince. Was geht? Habt ihr schon mal eine Autopsie gemacht? Wozu? Stichwunden im Bauch bedeuten Bandenkriege, abgerissene Köpfe bedeuten Bestien und schwarze Zungen bedeuten Gift. Im ersten Fall machen wir Boxfleischdruck. Im zweiten übergeben wir die Sache dem Orden oder einem Hexer. Im dritten wenden wir uns an die Frau des Opfers. In 90% der Fälle war es die Witwe. Autopsien sind reine Zeitverschwendung. Das hat mir echt gut weitergeholfen. Danke. Ich muss die dumme Leiche auch noch besorgen. Dann direkt mal zum Totengräber. Und dann müssen wir irgendwas für die Autopsie, wenn wir ein bisschen Überblick haben. Was braucht ihr? Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Eine Flasche Wodka? Habe ich das? Ich habe nur diesen temerischen Roggenwodka. Soldatenfusel. Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Was den Gefangenen angeht. Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. Nett. Oh, jetzt rutscht er hier schon durch die Gegend, so betrunken ist er. Es geht gut. Ihr werdet mir... Was braucht ihr? Ihr wisst viel über die Todesfälle in dieser Stadt. Habt ihr schon mal bei Ermittlungen geholfen? Ab und zu informiere ich Raimund über die interessanteren Toten. Ich traue Raimund nicht. Er verbirgt etwas. Raimund?
Einen loyaleren Mann findet ihr niemals? Er scheint seine Mühe mit diesem Fall zu haben. Ich sollte ihm helfen. Lasst ihr mich in den Friedhof? Das verbieten die städtischen Behörden. Wie kann ich euch umstimmen? Ich brauche eine Erlaubnis vom Hauptmann Mais. Anders kann ich euch nicht erweichen? Nun, ich habe sehr hohe Schulden bei Thaler angehäuft. Befreit mich von diesen Schulden, dann gehört der Schlüssel zum Friedhof euch. Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert nur ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gern wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Die Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Lebt wohl. Die Dankbarkeit des Totengräbers. Gut. Ich gehe doch mal zu Raimund. Auch wenn ich nicht traue. Moment, der Million steckt aus in seiner Nähe. Ja? Wonach soll ich während der Autopsie suchen? Untersuch die inneren Organe. Gifte sind in Mode. Besonders in Ehestreitigkeiten. Und jeder kann aus einfachen Kräutern einen giftigen Sud kochen. Seht euch die Leber genauer an. Sucht nach Zeichen von Alchemie. Bis später. Das ergibt keinen Sinn. Gibt es echt nicht. Finde ich irgendwo noch ein Buch oder so? Warte, Antiquita, jetzt genau in diesem Augenblick. Ein Buch. Das war. Ist alles nicht das, was ich brauche? Belebung eines Unbelebten. Hier hören wir mal mit. Ungeheuer Kohle. Was? Komme ich auch direkt wieder. Tschüss. So. Wäh. Ja. Ich weiß nicht, wo man herbekommt. Wir versuchen das einfach mal so. Ja, schief gehen kann es ja nicht. Schlafen mal im selben Haus. Ja. Es ist elementar. Gut. Schnell auf Hexer. Und nun schnibbeln wir mal die Leiche. Wenn ich keine Ahnung habe. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo, ja, da ist er schon. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an.
Okay. Volkszugehörigkeit Mensch, Geschlecht männlich, Verletzungen schwer. Shani, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Was haltet ihr davon? Könnten Ghule gewesen sein. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. Stimmt was nicht, sein Kopf ist in einer unnatürlichen Haltung, die Hände verdreht. Äußerliche Zeichen sind nicht alles. Seine Nacken- und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Normalerweise kann ich das an Muskelstarre und Gewebedehydrierung abschätzen. Aber die Leichenstarre dauert schon zu lang an. Es heißt, erfolgreiche Autopsien beruhen auf Neugier. Sollen wir nachsehen? Untersuchen wir seine inneren Organe. Okay. Es ist ein Die Symptome sind merkwürdig. Genau wie die Todesursache. Diese Verletzungen sind zu offensichtlich. Ich vermute noch etwas anderes. Gift. Wenn ja, dann eine seltene Art. Vielleicht das Gebräu eines Alchemisten. Kalkstein? Aha. Die Leber ist komplett zirrhotisch. Das war offensichtlich ein starkes Gift. Das riecht nach Alchemie. Das war zu einfach. Das Leben kann manchmal einfach sein. Seid ihr sicher, dass Gift die einzige Erklärung für die ungewöhnliche Leichenstarre ist? Die wahrscheinlichste Ursache. Ich habe das ungute Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Wir können das letzte Mittel des Leichenbeschauers versuchen. Eine Öffnung des Schädels. Oh oh. Lecker Gier. Die Öffnung des Schädels. Das ist immer ein Vergnügen. Seht ihr das hier im Gehirn? Larven der serikanischen Tsetse-Fliege. Aber wie kommen die da rein? Das ist Teil ihres Entwicklungszykluses. Wären wir in Serikanien, würde ich sagen, dass eine Fliege seine Nase hochgekrabbelt ist und Eier gelegt hat. Wir sind aber in Temerien. Unser Klima ist zu kalt und trocken für die Tsetse-Fliege. Selbst wenn jemand die Eier hierher gebracht hätte, wie kommen sie in seine Nase? Wie sehen diese Eier aus? Winzig, weiß, mehlartig. Oder Fistech. Geralt, ich gab ihm vor seinem Tod Fistech. Er litt schrecklich und wir haben keine anderen Schmerzmittel. Ich dachte, es sei ungefährlich. Woher habt ihr es? Von eurem Freund, dem Detektiv. Er sagte, es käme aus einer speziellen Lieferung. Raimund. Wir haben ein Problem. Er hat dem Fistech Eier beigemischt und kam in der Nacht her, um die restlichen Beweise zu fälschen. Das hört sich absolut nicht nach Raimund an. Mein Medaillon vibriert in letzter Zeit immer, wenn ich ihn sehe. Und Serikanien. Dort stammt Asa Javed her. Der echte Raimund weilt vielleicht gar nicht mehr unter uns. Aber ich habe ihn gestern gesehen. Asa nutzt eine Illusion. Er hat versucht, mich zu manipulieren. Hab Dank, Shani. Ohne euch wäre ich nie dahinter gekommen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich rede zuerst mit Kalkstein. Er sollte mir helfen, mich vorzubereiten. Wow. Seht ihr? Jetzt fing das Medaillon vibriert. Genau, nicht jeden sagen, dass wir seine Unschuld haben, denn der echte. Ja, das werden wir auch machen. Wir sagen jetzt jeden, dass der unschuldig ist. Ja, komm, das machen wir jetzt auch. Wir warten noch bis zum Morgengrauen.
Mein Gott, dieser Raimund. Meine Eier, Junge. Oh, schön für dich. Kratz doch. So. Huch. Wee. Also müssen jetzt jeden aufsuchen. Voll nervig. Aber ich wusste es. Ich habe das ja schon mehrmals gespielt, jedes Szenario. Und deswegen habe ich auch nie jemanden nicht geglaubt. Komm her, Thala. Ich möchte dir sagen, dass du es nicht machst. Ich weiß über Javed Bescheid. Spuckt es aus. Javed benutzt einen Illusionszauber, um sich als Raimund auszugeben. Der echte Detektiv ist tot. Dafür habe ich handfeste Beweise. Javed kann in aller Ruhe seine Pläne verfolgen. Er wollte mich auf Vincent, Boxfleisch und Kalkstein hetzen. Zum Henker nochmal, was sagt man dazu? Ein bisschen länger und wir wären alle drauf reingefallen. Wie wollt ihr das Schwein erledigen? Ich muss ihn irgendwie schwächen. Ich weiß nur noch nicht wie. Redet mit den Männern, hinter denen er her ist. Sie wissen es vielleicht. Ich weiß über die Salamandra Bescheid. Gut. Ich komme. I'll be back. So, Vincent, du Hund. Was gibt's, Hexer? Es ist Raimund. Was ist Raimund? Der Boss der Salamandra. Glaub mir, Hexer. Raimund hat verdammt gute Gründe, die Salamandra zu hassen. Außerdem werden sie von Javed angeführt. Die Salamandra haben den echten Raimund getötet. Javed hat Raimunds guten Namen benutzt, um seine Ziele zu verfolgen, während er sich hinter einer magischen Illusion versteckt. Wie seid ihr dahinter gekommen? Durch Logik. Das zuverlässigste Werkzeug eines Detektivs. Raimund also. Geralt, ich muss zugeben, gute Arbeit. Bald ist Vollmond. Ich habe Papierkram zu erledigen. Wird ein Weilchen dauern. Was hat der Vollmond damit zu tun? Absolut gar nichts, vergesst es. Und habt Geduld, Hexer. Wir kriegen den Mistkerl noch früh genug zu fassen. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn etwas gut gemacht werden soll, macht es selbst. Was wollt ihr damit sagen? Absolut gar nichts. Vergesst es. Ah, das hätte ich fast vergessen. Wenn es stimmt, und das tut es wohl, dann muss ich zugeben, das war gute Arbeit. Danke. Könnt ihr mir einen Pass für den Friedhof besorgen? Kein Problem. Vielleicht könnt ihr da auch gleich aufräumen, wenn ihr schon mal da seid. Mal sehen. Und einen Pass direkt bekommen. Mensch. Können wir richtig weit heute? Boxfleisch, Kalkstein. Mensch. Jetzt gehe ich aber zum Friedhof. Weil ich es kann. Oder soll ich nochmal. Was meint ihr, Boxfleisch ist noch unten? Ich guck mal. Schön. Adieu.
gucken, ob Bocky hier sitzt. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Na, ich glaube, ja, er so kommt. Schlau. Nee. Warte ich eben. Wie sah das? Kann ich die ihm abprügeln? Kämpft wie ein Mädchen! Oh, wo ist er denn? Raus. Gucken. Nö. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Vielleicht sollte ich jemanden aus. Verdammt. Ade. Ach, scheiß drauf. Immer noch. So, Kalki. Oder direkt zum Friedhof. Na gut, kommt rein. Oder so. Ich weiß über Javed Bescheid. Na gut, so habt ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite. Dennoch werdet ihr diesem mächtigen Zauberer allein gegenübertreten. Vielleicht hat Kalkstein ja ein paar Vorschläge. Gute Arbeit, Wolf. Wollt ihr die Wahrheit über die Salamandra hören? Ich bin ganz Ohr. Ich komme wieder.